www.chat.de. Alright, seechat.de, die Bodensee-Community, heute in Langenargen am Bodensee. Wir sind hier mit Sven Eckert, aka Dr. Swim. Servus! Hallihallo, guten Morgen. Wir haben bei der Bodenseequerung auch schon ein bisschen die Live-Videos gesehen. Du hattest Rücksprache bezüglich der Haftungsausschlusserklärung. Kannst du uns deswegen ein bisschen erklären? Nein, geht nicht. Die Bodenseequerung ist eine sehr starke Organisation und da muss man alles ausschließen, was man irgendwie ausschließen kann. Am Anfang wird man vor Verbrennen geschützt und vor Ertrinken und deswegen habe ich die zwei Jungs mit dabei und habe mich auch für die Bodenseequerung entschieden. Aber die Formalien können halt auch dazu. Okay, wir haben uns beim 24-Stunden-Rennen in Sonthofen auch schon gesehen, Vorbereitung von Hamza zu seinen drei Bodenseequerungen bisher. Wir hatten es immer sehr, sehr lustig mit dir. Jetzt kommen wir doch mal tatsächlich zu deiner Person. Erzähl uns mal ein bisschen über dein Handicap und dein Anliegen heute, den Bodensee zu durchqueren. Ist ja nicht ganz so easy. Ich hoffe, du hast den roten Ring wieder dabei von Sonthofen. Der ist ein bisschen geschrumpft jetzt, weil ich denke, du hast auch abgenommen. Ach so, ja. Okay, ich habe ein bisschen abgenommen, aber nur ein bisschen trainiert. Aber so gut im Saft wie Thomas und Oliver kann man natürlich nicht sein. Also ihr gebt natürlich da auch ein gewisses Pfund vor. Okay. Ja. Erzähl mal, Handicap, querschnittsgelähmt. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Wie kommt man zum Schwimmen? Naja, wenn man nicht laufen kann und nicht Radfahren kann, dann kommt man halt zum Schwimmen. Wahrscheinlich wäre ich lieber Triathlet geworden. Aber ja, so habe ich mich irgendwann halt für Schwimmen entschieden und dann auch zum Langstreckenschwimmen hinreißen lassen. Mit Thomas, Hamza, Oliver war das dann auch relativ einfach. Längste Distanz bisher im Wasser? 44 Kilometer. Das heißt, das wird ja heute ein Kinderspiel für dich. Darf man nicht unterschätzen. Freiwasser ist immer was Besonderes, auch der Bootsführer, wenn der zu viel getrunken hat oder so, muss man immer aufpassen. Dann fahrt man Schlangenlinien, nicht 11,5 Kilometer, sondern 12,5, 13,5 Kilometer. Die Jungs wollten bis Bregenz fahren mit mir, wollten aber auch noch shoppen gehen. So hoffe ich, dass wir auf jeden Fall rechtzeitig heute Nachmittag rauskommen und um 14, 15 Uhr fertig sind. Okay, wir sind hier umgeben mit Flaggen von Team Warmduscher und dein schöner Anton, denke ich mal, wird auch dabei sein. Was hat es damit auf sich, Sven? Team Warmdusche hat Thomas und ich vor 3-4 Jahren intensiviert und ins Leben gerufen. Ist eine Gemeinschaft für Langstreckenschwimmer, hauptsächlich bei 24-Stunden-Schwimmen. Aber wir trauen uns auch mal ins offene Wasser und trauen uns auch Langstrecken zu schwimmen. Wie gesagt, bei 24-Stunden-Schwimmen kann man sich ideal darauf vorbereiten, auf so Freiwasser-Events. Im Freiwasser zählt es dann aber und muss man zeigen, dass man es dann auch durchhält. Okay, wahnsinnigen Respekt davor. Ich denke mal, du wirst auch ein Vorbild sein für alle, die auch ein Handicap haben. Ist es dir auch so recht? Ja, das ist mir sogar sehr recht, weil ich einfach ein bisschen Mut machen möchte. Gerade die Leute, die eine Brille tragen, wissen das, wie wichtig dann dieses Utensil ist, der Brille. Und wie wenig sie dann sehen würden ohne Brille. Und so ist es bei Körperbehinderten auch. Wir brauchen halt die Unterstützung von der Öffentlichkeit. Wir brauchen auch mal Krücken oder mal jemand, der einem die Tür aufhält. Und diesen Respekt und diesen Mut, den möchte ich einfach auch den anderen Behinderten geben, dass auch sportliche Events einfach möglich sind und auch Langstreckenschwimmen möglich sind. Respekt davor. Die ganzen Schwimmer, Extremschwimmer, die haben ja so ein bisschen das Ziel, über ihre Grenzen hinaus zu gehen. Viele schwebt da dieses Ziel mit den Seven Seas vor. Ist das vielleicht auch ein Gedanke bei dir, jetzt nach der Bodensee-Breitenquerung, Dreiländerquerung, Längsquerung, danach vielleicht auch noch mal die Seven Seas anzustreben, was Hamza gerade so ein bisschen als Ziel im Auge hat? Also Seven Oceans ist dann nochmal eine eigene Hausnummer. Mir reicht das Schwäbische Meer erstmal und ich möchte Spaß haben am Schwimmen und mit euch nachher im See. Und ich bin ein absoluter Spaßschwimmer oder Freudenschwimmer. Ich denke, wenn man dann so den Nordkanal anschaut oder den englischen Kanal sich anschaut, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Und das muss man auch mit vollem Respekt dann auch sagen, auch die Längsquerung, das ist schon nochmal eine andere sportliche Herausforderung. Ich glaube, da lasse ich erstmal die Finger davon. Ich bleibe bei 24 Stunden schwimmen. Heute wird erstmal der Bodensee gerockt. Das wirst du bestimmt meistern, da sind wir uns sicher. Abschließend so deine Worte an die Zuschauer von Seechat Bodensee Community beziehungsweise auch dein Team Warmduscher, die zuschaut und. Ja, ich grüße alle Warmduscher, die mich jetzt die letzten Tage so schön begleitet haben und mir so viel Mut zugesprochen haben. Ich hoffe, ich mache euch stolz und gebe euch auch ein bisschen Mut, dass ihr euch das auch mal zutraut und unterstützt mich die nächsten 5 Stunden. Ich brauche euch und Thomas ist an Bord, wird auch
chatten und werde auch live berichten. Ihr werdet live berichten. So hoffe ich, dass ich nach 5, 5,5 Stunden spätestens aus dem Wasser bin. Wenn es schneller geht, freue ich mich. Sven, let's go. Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Wasserkontakt. Wann war Start? Extremschwimmer. Ja, ich bin noch etwas geflasht von der Fahrt. Ich muss mir erst noch ein bisschen besinnen. Wurde hier, ja, das war so eine gewisse Reizüberflutung, hat mich da tangiert. Nicht peripher, sondern direkt von hinten. Du bist geswemmt worden. Ich bin geswemmt worden, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sind jetzt aber dennoch gestartet, und zwar um 10.18 Uhr. 10.18 Uhr Start hier in Friedrichshafen, und jetzt blende ich mal um, damit ihr nicht nur mein dummes Gesicht seht, sondern auch mein Sven sein dummes Gesicht. Na. Da ist er. Mit einem Panorama da oben. Der Hammer, oder? Hier der Zeppelin. Zeppelin im Hintergrund, die Schlosskirche im Hintergrund, der Schlosspfarrer, der Thomas im Vordergrund. Betreuung heute vom Sven. Er ist sehr gut unterwegs. Wir haben mittlerweile auch nicht mehr ganz so kabbeliges Wasser. Also es hat vor. Ja, Mann. Ja, er wollte Segelboote, Scheiße. Entschuldigung. Absichtlich wirklich langsam, nehmen den Druck raus, weil das ist in einer Minute weg. Ja, ja, passt schon. Also nicht versuchen, dann durch die Minute durchzuziehen. Grüße an Mama und Papa. Weiter geht's. Go! Go! Sehr schön. Super. Top. Super. Ich jetzt auch nicht.
wirklich nie viel. Schön. Kannst du nochmal aufmachen? Nochmal aufmachen? Ja, nochmal aufmachen. Video? Nochmal aufschneiden. Nee, komm her, ich esse das übrigens. Soll ich ein Video machen? Geht nicht, ha? Ist nicht offen. Nee. Kein Problem. Und Zeit, viel Zeit. Hallo, Mama, Papa, Opa, Oma. Liebe Warmduscher. Wer noch? Danke. So, jetzt sind sie nur 4 Mal. Okay. Was trinke? Tee? Ich brauch kein Wasser. Hallo, hallo. Sven. So cool. Schwimmen wir. Juhu. Sven immer noch gut gelaunt, bestens in Form. Wellenbaden im Bodensee. Das Schwäbische Meer grüßt mit seinen Wellen. Weh, wenn ich den Toten sehe. Wie geht der Gruß? Ja, sehr gut, dankeschön. Wohl auf. Relax. Nochmal. Hallo. So, wir grüßen nochmal live. Der Sven hier gerade. Ja, Mensch. Hä? Hallo. Entschuldigung, wo geht's denn hier zum Edeka? Ach, Lidl, Entschuldigung. Das will ich auch gehört haben. Ich bedanke mich bei meinen Sponsoren. Product Placement. Was machen wir denn jetzt, wenn wir dann fertig sind? Nach Bregenz schwimmen. Ja, die Glocken hast du ja schon gehört. Ja, die Glocken von Notre Dame. Genau. Das bedeutet Bregenz. Ich muss leider weiter schwimmen, es tut mir leid. Ja, hau rein. Noch einen schönen Nachmittag. Hau rein. Tschö. Ja. Tschüss. Tschö. So, soviel vom momentanen Standpunkt. Hier noch Anton. Ja.
Hey, die winken sogar. Sehr cool. Den zweiten? Mhm. Ja. Ja, ich hab gesagt, dass du so gut bist. Ja. Ja, nicht so der Hunde uns dabei, wenn man den Weg nicht so. Zeit? 2 Stunden 55, okay. 6,4. Sehr gut läuft es gerade, sehr schön. Du hast immer leichten Gegenwind, aber es hat deutlich nachgelassen. Okay. Ich schwimmst du jetzt deutlich runter. So, Olli. Ja? Beifahrer geht ins Wasser. Okay. An der Innenseite. Ich hier drin? Ja, dass ich beide sehe. Okay.
Hardcorer. Hardcorer? Hänger. 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 Weiter. Netzhänger. Taste, egal. Na, fangen wir nochmal. Ja, Jungs, wir müssen nochmal zurück. Aus der Seele auf den falschen Kopf gedrückt. Ja, egal. Ja, wir sind da durch. Was ist das hier eigentlich? Das ist McNab. Der gibt mir das Essen hier in den Teich. So. Hallo Reinhold. Hallo Olli. Wieso? Ich bin doch nicht Olli, ich bin Dr. Swim. Dr. Swim? Dr. Hey, tu mal deinen Schwanz von meinem Gesicht weg. Anton. Nee. So. Ja, bisschen Netz verballern. Sehr witzig. Wir versuchen die Verbindung wiederherzustellen. Wo ist der überhaupt das Mikro? Komm, put, 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 put. Ein Treibholzprügel. Wenn da schwimmt dein Pokal. Aber im Vorfeld haben wir nicht gerichtet, die gerichten danach. Haben die im Vorfeld gerichtet, Olli? Nee, oder? Nee. Radio 7, nee. Aber jetzt dann halt die Welt. Ja, die haben ja auch erst die Pressemitteilung drückt. Okay. Freut mich. jetzt Olli, darf ich mal ins Wasser ziehen? Später. Oh, sag mal. Oh. Es klemmt. Ich hab ihn. Rein. Oh. Der letzte. Null. Tote. Ein. Schwimmer überlebt. Ja, Observer verstorben. Sven. Jetzt haben wir Flaute. Danke. Nehmen wir auch mal ein bisschen von dem Müsli da. Okay. Sven Bonbon. Jetzt ist Wasser ruhiger, ja. Irgendwie nicht. Es liegt vielleicht deswegen, weil wir Schweizer sind. Nochmal? Dies. Okay. Wie weit dürft ihr mit? Wie weit fahrt ihr mit? Das geht wieder gar nicht so. Das ist irgendwie komisch.
Hast du ihn? Ja, natürlich habe ich ihn, aber du triffst immer weiter nach unten. Bitte? Du triffst immer weiter nach unten. Er winkt, aber ich glaube, er muss noch weiter raus, gell? Ja, der muss komplett raus. Wenn er da drüber sitzt, dann geht's los. Jetzt. Und Sven, wie geht's dir? Dankeschön, alles gut. Ich habe leider keinen Pass dabei, ich muss jetzt wieder nach Deutschland zurück. Ja, du bist hier gerade an Land geschwommen, da ist ja, das Ziel gewesen. Die wollten mich an Bord nicht nehmen. Jetzt geht's weiter nach Bregenz. Jetzt habe ich Asyl gekriegt. Jawohl, jetzt gehen wir zur Seenachtsbühne. Ah? Schauen dann, ob wir noch einen Eisbecher kriegen. Okay. Und leider habe ich mich ein bisschen verspätet, also von daher gesehen muss der Kapitän jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Alles klar. Super, Sven. Tolle Sache. Jawohl. Juhu.